An Bord ist Elisabeth Großmann, SPÖ. Heute setzen wir einen erfreulichen Schritt in Richtung verstärkter Zusammenarbeit zwischen nationaler Ebene und europastaatlicher, europarechtlicher Ebene, um die Zusammenarbeit wirklich zu intensivieren. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, in Wahrheit sind ja beide Ebenen untrennbar miteinander verflochten. Nur im Bewusstsein ist das noch nicht überall so angekommen. Und da schaue ich gerade auch in diesen Sektor direkt vor mir in Richtung der FPÖ. Ich meine, da verstehe ich es mitunter schon, wenn ich mir so manche Abgeordnete anschaue, dass sie die mitunter verstecken wollen. Aber das kann nicht Sinn und Zweck einer verantwortungsvollen Politik sein. Es geht darum, die Zusammenarbeit zu intensivieren und auch ein klares, sichtbares Zeichen zu setzen für die Bevölkerung, dass es sich bei der Europapolitik nicht um ein Paralleluniversum handelt, sondern dass wir Teil der Europapolitik sind. Viele unserer Beschlüsse, und mein Vorredner hat das auch erwähnt, sind schon europarechtlich mehr oder weniger auch vordeterminiert und wir vollziehen hier auch Europarecht. Und manches, das auf europäischer Ebene beschlossen wird, ist unmittelbar hier anwendbar. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig zu informieren, eingebunden zu werden. Und ich formuliere das bewusst auch als Auftrag, als Hohlschuld, sich zu informieren und sich einzubinden, um hier auch mitgestalten zu können, um diesen Kontakt auch wirklich lebendig zu halten. Und hier ist das Rederecht im Plenum ein Teilaspekt, nicht alles selbstverständlich, es ist ein Teilaspekt, aber ein ganz, ganz wichtiges Symbol und sichtbares Zeichen, sich als Teil dieses gemeinsamen Europas zu sehen und auch gemeinsam Verantwortung zu tragen. Und wir haben als österreichische Parlamentarier und Parlamentarierinnen auch ein sehr wirkungsvolles Instrument, den zweiten Teil der europäischen Legislative zu beeinflussen, nämlich das Instrument der verbindlichen Stellungnahme, wo wir das Abstimmungsverhalten auch unserer Ratsmitglieder determinieren können. Das haben viele andere Parlamente nicht. Und hier kann sich aber auch, hier können sich die Parlamentarierinnen auf europäischer und auf nationaler Ebene wechselseitig unterstützen, um gemeinsame Anliegen auch gemeinsam vertreten zu können und durchzubringen. Wenn ich ein Beispiel nenne darf, das Verbot der bienenschädlichen Pflanzenschutzmittel. Hier haben wir gemeinsam zusammengewirkt und haben das erreicht. Also hier möchte ich wirklich an die Courage appellieren, aller Abgeordneten, die Instrumente, die wir haben, zu nützen und auch dieses gemeinsame Symbol des Rederechts im Plenum, das ist eben unsere öffentliche Bühne, auch zur Verfügung zu stellen. Vielen herzlichen Dank. Sagt Elisabeth Großmann von der SPÖ.